Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 und der 7 Kleinkinder-Challenge. Gestern war der erste Part, der war noch ein bisschen durcheinander aufgrund dessen, dass ich unbedingt anfangen wollte und aber noch kein richtiges Ziel gesetzt habe. Das Ziel habe ich euch, denn ihr habt mir vorgeschlagen, da war ein Kommentar, wo dann drin stand, hey, wir müssen die Kinder durchbringen, bis sie altern, ohne dass sie abgeholt werden. Und das, denke ich mal, wird allein schon schwer genug. Deswegen wird das erstmal unser einziges Ziel sein. Wenn wir eventuell, also wenn es leichter werden sollte, oder wenn wir uns unterfordert fühlen, können wir uns ja eventuell noch ein Ziel dazu nehmen. Aber erstmal würde ich sagen, bleiben wir dabei. Wir versuchen die Kinder so gut wie möglich durchzubringen, bis sie zum Kind werden. So, eigentlich rein theoretisch, sobald eins davon abgeholt wird, haben wir verloren. Logisch, nicht? Ich habe heute, wie gesagt, mit dem Pausenmodus angefangen, aufgrund dessen, dass hier gerade alle recht schlecht gelaunt sind. Und im letzten Part waren ja noch alle gut drauf, dadurch, dass wir erst eingezogen waren. Und jetzt, denke ich mal, wird es heute schon wesentlich interessanter werden. Dieser Part wird heute auch 20 Minuten gehen. Ich hoffe, ich halte durch. Ich halte mich die ganze Zeit an meiner Kaffeetasse fest. Ich bin nämlich arbeiten gewesen und da ist die Nacht 4.45 Uhr vorbei. Ihr könnt mir ja mal unten reinschreiben, wann ihr jeden Tag so aufsteht, denn das würde mich schon echt mal interessieren. Das finde ich ist interessant. So, ihr Lieben, wir fangen an. Ach so, ja, wir brauchen übrigens, wir haben 28 Tage, die wir meistern müssen. Ich habe die Lebensdauer auf lang gestellt und die 28 Tage müssen wir rumbekommen, ohne dass ein Kind abgeholt wird. So viel dazu. Ja, ihr seht schon, die Kleinen sind mittlerweile alle recht schlecht gelaunt. Und deswegen würde ich mal sagen, werden wir einfach mal probieren, die Kleinkinder zu überprüfen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Denn wenn wir auf Kleinkind überprüfen gehen, kümmert sich der Daddy auch gleich schon darum, dass die Bedürfnisse gestillt werden. Also sozusagen bringt sie in den Hochstuhl, gibt den Essen, wechselt die Windel, badet sie. Also ihr seht, er bringt den Kleinen, oh mein Gott, der muss selber mal ganz dringend pie. Oh, oh, oh. So, also ihr seht, er hat das Kind überprüft und schafft ihn jetzt ins Bett. Wir werden das Ganze mit der Kleinen hier auch mal machen, Kleinkind überprüfen. Oh, der gute Nachtkuss, der darf natürlich nicht fehlen. Kleinkind überprüfen und dann schauen wir mal, was der Kleinen... Miley fehlt. Ich werde mir die Namen irgendwann noch merken. Ist heute der zweite Part. Ich hoffe, ihr versteht das. So, sie wird auch ins Bettchen gebracht. Und dann würde ich sagen, lassen wir den armen Mike, den armen Mike, nein, den armen Stefan. Stefan heißt der gute Daddy. Lassen wir ihn mal zur Toilette gehen und dann hoffen wir mal, dass er dann auch eventuell irgendwann mal Schlaf finden wird. Es ist nämlich Montag 2.11 Uhr und die Hälfte der Kinder ist hier noch irgendwo unterwegs. Und ja, es sieht nur nicht so aus, als würde hier gleich komplett... Ah, oh, ist das süß! Warte, warte. Tiana, genau. Tiana und du warst... Oh Gott, hier schlafen alle. Ist das süß. Ich brauche einen Screenshot. Ich brauche einen Screenshot. So, Pinnwand voll. Jawohl. Wir haben es mal wieder geschafft, die Pinnwand voll zu bekommen. So, okay, die sind jetzt auch ruhig. Deswegen würde ich sagen, begeben wir uns ganz fix mal... Was ist Steffi jetzt? Kein Waschbecken! Okay, das ist auch nachlässig. Aber gut. Macht er nichts. Er geht sich hier oben die Hände waschen in seinem Schlafzimmer. Cool, der hat sogar die sprechende Toilette. Das ist ja fetzig. Ich wollte übrigens mal gucken, welches Bett wir haben. Energie 9. Haben wir eventuell auch eins mit Energie 10? Da müsste ich mal ganz fix nachschauen, aufgrund dessen, umso weniger er Schlaf braucht,
umso schneller ist er wieder fit für die Babys. Energie 10, Energie 10. Deswegen würde ich mal sagen, verkaufen wir das mal und stellen mal das für ein Großstadtleben auf. In... Ja, komm, die Farbe ist gut. Die nehmen wir. So, passt auch. Ist zwar nicht, sieht zwar nicht aus wie für ein Daddy, sieht zwar aus wie ein Bett für eine Mami, aber gut, okay. Geld spielt ja, wie gesagt, in diesem Let's Play keine Rolle, weil wir haben schon genug mit den Babys zu tun. Und... Oh mein Gott, es ist gerade ruhig. Es ist gerade Tatsache ruhig. Nur die kleine... Mika ist wach. Ich lerne es noch. Ich lerne es noch. Ich verspreche es euch. So. Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor. Oder nein, doch. Ja, wir spulen vor, aber wir beobachten die Babys noch so ein bisschen, dass wir sehen, was passiert. Wir werden natürlich auch so gut wie es geht versuchen, so gut wir es hinkriegen, die den Kindern auch was beizubringen, weil es wird nicht richtig klappen, weil 7 Stück auf einmal allen alles beibringen. Ihr wisst, das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, aufgrund dessen, dass die Kleinen jetzt wach sind, Mika ist hungrig, okay. Sonst holt sie dir jemand weg. Essen geben. Essen geben, gib ihr Essen. Essen geben. Wir geben einfach jetzt mal allen Essen. Steh auf! Oh mein Gott, steh auf. Kinderbetreuung, Essen geben. Kinderbetreuung, Essen geben. Das geht halt nicht anders. Wir können die jetzt leider nicht im Hochstuhl füttern, weil das nimmt uns alles Zeit weg und deswegen muss es jetzt schnell gehen. So. Und wir nehmen natürlich die schnellste Variante, die wir haben. Essen geben. Okay, er bringt sie doch in den Hochstuhl. Okay. So, ein Kind hat Essen. Was machst du? Oh mein Gott, und die kleine Mika, die ist... Sprechen. Die ist so... Wo ist sie denn? Ach, hier ist sie. Okay, was passiert? Oh mein Gott, ich bin direkt überfordert. Sprechen. Sprechen. Essen geben. Oh, wenn er mal schneller machen würde, das wäre auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Hunger, Energie. Oh, verdammt. Hunger, Hunger. Die haben alle Hunger und Energie ist auch ganz schön schlecht. Hunger, Energie, Achtsamkeit. Okay, deswegen, jetzt würde ich mal sagen, kümmern wir uns um die Babys, die Hunger haben. Wo bist denn du? Gib ihm mal Kinderbetreuung. Essen geben. Gib ihm mal Essen. Essen geben. Hallo? Oh mein Gott. Habe ich mir das echt überlegt mit dieser Challenge? Habe ich mir das echt überlegt? Lektion familienbewusst. Passiert was? Bradley ist sehr hungrig. Sieh zu, dass er Essen bekommt. Ja, wir geben uns ja schon Mühe. Oh mein Gott, ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Das wird echt schneller interessant, als ich dachte. Glückliche große Familie. Insgesamt 2 Stunden einem Kind vorlesen. Oh, das können wir auf jeden Fall machen. Dann können wir uns so schnell wie möglich diese Belohnung holen, dass wir weniger Schlaf brauchen und dass halt der Stefan, der Daddy, generell weniger Aufmerksamkeit braucht. Mika, du hast auch noch Hunger. Oh nein! Oh. Essen geben. Gib ihm doch mal Essen. Ich bin überfordert. Leute, ich bin so überfordert. Ich hoffe, das geht gut. Tiana ist sehr hungrig. Wenn es doch irgendwie mal eine Möglichkeit... Oh, Warteschlange voll. Du lügst, Spiel. Wenn es doch irgendwie mal eine Möglichkeit gäbe...
einfach nur ein Fläschchen hinzugeben und gut ist. Das wird echt eine Herausforderung. Oh mein Gott. Das wird echt eine Herausforderung. Bradley ins Bett legen. Und danach Essen geben. Sprechen. Kleinkind überprüfen. Essen geben und Kleinkind überprüfen. Oh mein Gott. Wer ist denn am ärmsten dran? Tyler ist ganz schön mies dran. Bradley ist mies dran. Oh, Mika ist mies dran. Die sind alle mies dran. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Essen. Oh mein Gott, die können selber an den Kühlschrank gehen. Die können Tatsache selber an den Kühlschrank gehen. Das ist mal sehr hilfreich. Das hätte mir mal einer sagen können. Wütend. Achtsamkeit. Na, geht der in den Kühlschrank oder was ist los? Hunger. Essen. Was passiert denn jetzt? Ah, sie ist gerade hochgehoben. Nein. Okay. Warum geht ihr nicht an den Kühlschrank und esst? Oh, wieder einer, der was zu essen bekommen hat. Oh mein Gott, das ist so. Das ist so anstrengend. Brabbeln, um Essen bitten. Lektion 2 der. Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Okay, Tiana kann jetzt Treppen steigen. Sie kann zudem mit Erwachsenen ringen. Okay, das ist cool. Oh, verdammt. Oh, er ist auch schon angespannt. Oh mein Gott, das geht schief, ich sag's euch. Das geht so dermaßen schief. Oh, verdammt, ey. Was haben wir uns hier nur ausgesucht, was wir machen? Die Hälfte schläft. Jetzt bekommt auf jeden Fall die kleine Tiana. Mika! Oh Mann! Die Mika bekommt ihr Essen. Sehr gut. Ihr habt übrigens auch gesagt, dass wir sie einfach im Hochstuhl schlafen lassen sollen, weil die Energie dann schneller hochgeht. Wir probieren das einfach mal aus. So, die kleine Tiana sitzt jetzt im Hochstuhl, bekommt ihr Essen. Dann ist noch die Mika wach. Wo ist die Mika? Die hat auch noch Hunger. Sie ist sehr traurig. Oh nein, ausgehungert. Weil Hunger extrem niedrig. Oh, verdammt, ey. Um Essen bitten. Sprechen. Oh, Miley ist auch sehr hungrig. Oh, verdammt, das sollen wir 28 Tage durchhalten? Wir brauchen noch einen Erwachsenen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und ihr seht, wir sind wirklich schon mit der einen Sache total überfordert, dass wir die Kinder einfach nur so durch den Tag bringen, dass die nicht abgeholt werden. Oh mein Gott, die Warteschlange ist so voll. Die Warteschlange, die ist so verdammt voll. Auf jeden Fall, der Bradley hat noch Hunger. Die Mika hat immer noch Hunger. Die Miley hat auch noch Hunger. Und so sieht es dann schon ganz gut aus. Wir müssen uns auf jeden Fall um die Mika kümmern. Ganz dringend. Irgendwie kommt hier die ganze Zeit zu kurz. Die kleine Maus. Oh mein Gott. Das ist so stressig. Das ist so verdammt stressig. So. Okay, Mika. Sprechen. Mika, Kleinkind prüfen. Och, ich mach das mal alles weg. Weil wenn die Mika jetzt nicht gleich was zu essen bekommt. Kinderbetreuung, Essen geben. Gib einfach erstmal absetzen. Nein, gib erstmal der Mika. Bitte, gib der Mika. Gib doch einfach mal. Oh Mann. Bitte gib der Mika Essen. Oh, Gott sei Dank. Oh. Also das kam jetzt alles auf einmal. Jetzt wird das alles nach und nach kommen. Ich denke mal, da wird das jetzt mit dem Hunger besser werden.
Du schläfst. Die Mika bekommt gerade Essen. Miley, der geht sogar sehr gut. Jetzt ist Mason dran. Dem geht es echt schlecht. Wo ist Mason? Da ist er. Okay, Mason. Mason, du kannst mal bitte noch was zu essen bekommen. Der Hunger ist durch und jetzt rennen alle mit einer vollen Windel rum. Na klasse. So, und was meine Katze hier hinter mir macht, weiß ich auch nicht. Oh Gott. Die versucht hinter mir unter die Decke zu krabbeln. Ja, genau. Genau. Ach Mensch, gib ihm doch Essen. Tu es. Gib ihm Essen. 3388 Simoleons. Eine Rechnung. Die Rechnung ist da. So, okay. Gibt er ihm jetzt Essen? Jawohl, er gibt ihm Essen. Er gibt ihm Essen. Jetzt müssten wir eventuell mit irgendeinem Kind spielen. Gott sei Dank gehen die immerhin selbst alleine ins Bett. So, wir müssten jetzt mit einem Kind spielen. Am besten natürlich das, was am ärmsten dran ist. So, okay. Tobsuchtanfall bekommen. Oh, wow, wow. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Kinderbetreuung. Windel wechseln, in Schlafwesen, Schaumband dem. Oh, er ist sehr angespannt. Ich will doch einfach nur spielen. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Oh mein Gott, das wird so anstrengend. Freundlich knuddeln. Können wir nicht eventuell mehreren Kindern zugleich vorlesen? Geht das? Ist das ein Bücherregal? Kleinkind vorlesen. T-Rex. Rex Trex, was ist das? Am besten, genau, am besten allen. Sehr schön. Jawohl. Oh mein Gott, die stinken alle. Die stinken alle. Okay, dann bitte mal denen jetzt vorlesen. Geht das? Sehr wütend. Oh mein Gott. Die sind alle so mies drauf. Oh je. Und der Daddy auch. Das ist natürlich auch so eine Sache, die wir im Auge behalten müssen. Ach, was machst du denn? Absetzen. Dann setz sie doch bitte ab. Oh, ich bin gleich mit überfordert. Dankeschön. Ist auch jedes Kind will ständig Aufmerksamkeit vom Daddy haben. Und das macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen schwieriger. Oh, sehr schön. Sehr schön. Auf jeden Fall können wir so Kinder gleichzeitig bespaßen. Wer sitzt denn hier alles? Die Tiana sitzt hier. Sehr schön, da geht die Achtsamkeit hoch. Wer ist denn jetzt noch wach? Wer könnte denn jetzt hier noch zuhören? Tiana ist bloß ein hilfloses Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich um sie kümmern. Was? Okay. Oh mein Gott. Tiana. Achtsamkeit. Wir lesen doch schon vor. Also bitte. Oh Gott, jetzt kehrt mal kurz wieder Ruhe ein. Und das 28 Tage. Oh, der Arme. Der Arme kommt nicht raus. Der Arme kommt nicht raus. Okay, wir gehen mal wieder auf den Stefan. Und dann werden wir mal die Windel wechseln und das einfach mal Reihe durch. Weil die Kleinen stinkern alle. Kinderbetreuung, Windel wechseln. Jetzt wird der Kleine, genau. Bist du Griffin? Bist du Griffin? Mason. Jetzt wird der kleine Mason abgesetzt. Okay. Bist du Mason? Ei. Das sieht verdammt, verdammt schlecht aus. Also um ihn müssen wir uns jetzt auf jeden Fall richtig gut kümmern. Oh, Herzinfarkt! Mensch, dieses Festival, das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken.
Oh nein. Oh nein. Oh verdammt, was haben wir uns da angetan? Oh, was tun wir? Ein Erwachsener ist definitiv für sieben Kinder, glaube ich, zu wenig. Bitte lass es schnell gehen. Das mit der Wind. Pups. Okay. Oh, verdammt. Ihm geht's auch sehr schlecht. Also, wenn ich das so sehe, ich glaube, wir schaffen das nicht. Knuddeln. Wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall erstmal gut stimmen. Beruhigen. Und können wir eventuell mit mehreren Kindern spielen? Geht das? Kleinkindfreundlich. Flashkarten. Basisbedürfnisse beibringen. Okay. Könnt ihr zum Beispiel auch zusammen spielen? Geht das? Oh. Tyler ist sehr hungrig. Oh mein Gott. Bitte komm. Oh, verdammt, das geht nicht gut. Leute, ich glaube echt, das geht nicht gut. Es geht echt nicht gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache erstmal Pause, weil wenn ich rede, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und oh mein Gott, ich hoffe echt, das geht nicht schief. Das ist so krass anstrengend. Das glaubt ihr gar nicht. So, okay, na dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss.